Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit der Elgato Game Capture HD Software auch auf Hitbox.tv streamen könnt. Hitbox, wenn euch das nicht sagt, das ist ein Streamingdienst, sowas wie Twitch in der Art und Weise, allerdings von einem österreichischen Unternehmen, noch relativ frisch das Ganze, aber es läuft schon einiges drauf, wie ihr hier seht. Die Game Capture HD hat ja von Haus aus schon etliche Links drinnen, wo ihr hinstreamen könnt, wenn ihr ein neues Konto anlegt. Twitch, YouTube, Ustream. Hitbox findet ihr nicht, aber das Ganze läuft über dieses RTMP. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Primär geht es mal auf euren Hitbox-Account. Wenn ihr keinen Account habt, dann legt ihr euch noch einen an. Ich gehe hier mal auf Bitwalker, das ist meiner einer. Und dann seht ihr den Reiter Livestream. Der erscheint übrigens erst, wenn ihr das erste Mal konfiguriert habt. Und wenn ihr da in die Details hineinschaut, dann seht ihr hier den Titel von eurem Stream. Da könnte man irgendwas eingeben, welches Spiel das ist. Und hier unten kommen dann die Daten, die wir brauchen. Und zwar RTMP-URL, das ist diese hier. Diese kopieren wir einfach mal raus. Gehen hier rüber zur Elgato Software, sagen ein neues Konto, RTMP-Konto und dann kommt hier der Kontoname rein, bei mir in meinem Fall natürlich Bitwalker, die RTMP-URL füge ich hier ebenfalls ein und dann wird es interessant, nämlich den Stream-Key und das ist das, was ihr natürlich keinen sagen dürft, keinen zeigen dürft, denn das ist mehr oder weniger der Code, das Hitbox euch erkennt, da also auch ihr das seid. Also wenn ihr hier auf Show gehen würdet, ich klicke jetzt nicht drauf, wenn ihr hier auf Show klickt, dann seht ihr den Key, der für euch gilt. Den kopiert ihr raus, den fügt ihr hier ein. Ich gebe jetzt mal irgendwas ein, ja, weil es wurscht ist. Und dann klickt ihr hier ganz normal auf Hinzufügen. Und dann ist dieser eigene RTMP-Server da. Und jetzt könnt ihr ganz normal live streamen, wie ihr es auch gewohnt seid von den anderen Anbietern. Startet das Ganze einfach und die Sache wird direkt zu Hitbox übertragen. Ja, das war's. Recht viel mehr ist nicht zu machen. Bei Hitbox selbst könnt ihr dann übers Dashboard dann sehen, was gerade läuft. Hier seht ihr dann den Chat und so weiter. Ihr könnt hier die Werbung einblenden und diese Sachen. Aber das sind Sachen, die schaut ihr euch bei Hitbox in der Beschreibung direkt selber an. Ja, das war's hier. Einen besonderen Dank muss ich noch aussprechen an den Lucky, an den Jörg von Lucky 13 Gaming Project auf YouTube. Der hat ja mich auf diese ganzen Sachen hier gebracht. Und ich dachte, gut, ich mache immer ein Video daraus, damit auch andere in den Genuss kommen können. Also, folgt dem Jörg hier auf Hitbox, folgt vielleicht auch mir hier auf Hitbox, dann bekommt ihr immer Informationen, wenn ein neues Video kommt, wenn gestreamt wird. Die Links packe ich hier unten in die Videobeschreibung rein. Besten Dank, ich wünsche euch was. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.